Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS13 Megaprojekt. Auf der Westbridges und dabei diesmal der Doc. Moin. Der Markus. Servus, Leute. Und der Sachsen-Let's Player. Ja, hallöchen. Und ich natürlich, meine Wenigkeit. So, und ihr seht, wir sind schon wieder gerade am Abmähen der Felder. Gerste immer noch. Und ja, was gibt's sonst noch zu tun? Was hat sich verändert? Jetzt mal für meine Zuschauer. Ich glaub, ja, man sieht's. Glaube ich, rechts hin Animal hat direkt 15 ja, Kühe. Direkt 15 Kühe, genau. Die Schafe waren schon bekannt und ansonsten im Profi-Hoppers noch dazu gekommen. Und wir sind erstmal am Sparen für größere Traktoren, Ladewagen und so weiter und so fort. Das Ganze aufs Realistische runterzubrechen, wir sind immer noch arm wie Sau. Ja, gut. Wieso wir 95.000? Und immer also für noch. Ein Bierchen reicht es. Und immer noch über 100.000 Gerste im Lager. Genau. Die immer noch keiner wegschaffen will. Was vielleicht auch daran liegt, dass wir nicht genug Hänger haben? Nein, oh, keine gute Nachfrage. Das liegt daran, dass wir keine große Nachfrage. Da können wir ja lange drauf warten bei den Schwierigkeitsgrad, oder? Nein, bis wir jetzt kriegen hier eine große Nachfrage ja, nach der anderen. Also wenn du mal reinguckst, haben wir gerade eine für Körnermais. Und wir haben kein Körnermais? Nein, weil wir keine Gerätschaften für Körnermais haben. Ja, effektiv, so. Deswegen wäre das dann nach einem weiteren Schlepper, wäre das dann die nächste Anschaffung eigentlich, dass wir in Richtung Maisernte und Maisanbau und so gehen. Was natürlich eine sehr hohe Investitionssumme ist, ne? Nein, nur die Seemaschine eigentlich. Und zum Ernten? Weil das Gebiss kostet 5.000 bei dem Drescher. Eben, das ist relativ harmlos. Okay. Ich wollte gerade sagen, wollt ja vielleicht nicht noch Richtung Häcksler gehen können oder sowas dann auch. Ja, Einreigen, aber dann habt ihr ja verkauft, habe ich gesehen. Ja, kein Einreigen. Nein, also, boah. Ich fahr doch nicht mit Einreigen hier rum. Nein. Aber wer hat denn bei Feld Nummer 16 damals gedrescht? Also damals in Anführungsstrichen. Also ich war das. Warum? Du hast mit Vorgewinde gemacht, sehr schön. Ja. Ja, schön. Also wir gewöhnen uns langsam an, Randy. Ja, ja. Aber hier mache ich es jetzt nicht bei den kleinen Feldern, habe ich keinen Bock drauf. Geht ja okay noch. Es sieht ja okay, ne? Ach, weil Mensch, weil das erste Video, was wir gemeinsam aufgenommen haben, ich glaube, das hatte bei mir über 2000. Ja, ich hab's gesehen bei dir, also kam gut, oder? Ah. Ja. Ich weiß warum, aber. Hallo, warum wohl? Ja, weil ich dabei war, aber sonst. Ja, bestimmt nicht wegen den kleinen Gerätschaften und der eine, der nein, das Gewissen schon im Wald. Weil wir einfach, geil sind, deswegen. Genau. Du bist vielleicht geil. Da müsste ja Kronk schon 10 Millionen Euro sein. Kann einfach geil sein. Selbst. Ja, solange wie er noch Deutsch spricht, geht das halt nicht so schnell. Ja. Er denkst, ich will mir Kronk angucken, dann ja, hello, hier, I was German Let's Player, hier auf Englisch. Oder was? Nein, aber es würde mit den Abos schneller gehen, wenn es ein gutes Englisch ist. Das stimmt hier, auf jeden Fall. Ja, mein, ja, bestes Beispiel PewDiePie, ne? Der PewDiePie, ja. Der ist ja bloß so erfolgreich, weil er sich wegen jedem bisschen scheißen Dose scheißen tut. Ach, komm, das ist doch alles geschauspielert. Naja, deswegen, das ist aber unnicht lustig. Das aber ganz, was. Aber ganz egal, was es ist, 40.000 Abonnenten pro Tag sprechen für sich. Ja, naja, ja, weil die Kiddies da drauf abstehen. Die sagen, ey, guck mal, Mutti, das ist also, aber man muss ja, aber man muss ja mal. Ja, aber man muss mal wirklich dazu sagen, es ist halt auch mal geil, dass Platz 1 auf YouTube mal ein Let's Player belegt. Das ist genau, das erste Mal. Wo kommt er wieder her? Aus dem Amiland? Nein, eben nicht. Aus Schweden. Schweden, ja. PewDiePie ist Schweden, ist nicht Amiland. Nee, ist Schwede. Nee, aber er macht halt auf Englisch. Aber die Schweden können ja alle ziemlich gut Englisch. Und ja, ist sogar okay. Amtssprache, glaube ich, dort. Das Geilste ist eigentlich, wenn er anfängt, auf Schwedisch zu fluchen dann. Ja. Also ich habe das schon mal in ein, zwei Videos gesehen. Ja, das ist dann doch mal doch ganz lustig. Da könnte auch der Randy mal ein Schmunzeln ins Gesicht kriegen. Ich habe immer ein Schmunzeln in dem Gesicht, du siehst mich doch nicht. Ach so. Das liegt aber daran, dass man dir vor 10 Jahren ins Knie geschossen hat und du jetzt immer grinsen musst. Ach ja, genial. Ich find's cool. So, na gut, ein Hänger wieder drin im Lager. Jo, ein Hänger ist im Lager und ein Hänger was? Sitzt im Drescher. Ich denke mal, möchte jemand anders mal dreschen? Ich habe jetzt das Feld, hier nur noch ein Feld wäre noch zu dreschen. Das Stroh, soll ich das leider in den Kühen reinschmeißen? Ja, das kann ich schon dreschen. Ja, auf jeden Fall. Reinschmeißen. Gleich über den Futternapf kannst du das dort reingeben. Ja.
Er hupt nicht so blöde. Aber Randy, ich muss sagen, hast richtig viel reingekriegt. Eine Bahn, oder? Nee, ich konnte immer außen rum und noch immer runter. Also 10.000 Liter passen da schon rein. Nur mal so zur Info, in der LS ist das so gehandhabt, da, weil ich das immer bei mir unten runter lese, dass 10.000 Liter ja auch gleichzeitig 10 Tonnen sind. Nein, falsch. Ja. Nicht so, es hieß doch, das wäre einheitlich umgerechnet. Also das wäre nicht so, ist so. Ja, dann ist es ja so. 10.000 Liter sind 10 Tonnen? Ja. Ja. Siehst du, hast du recht. Okay. In dem Spiel schon. In dem Spiel schon, ja, aber normalerweise Real nicht. Natürlich nicht, ist klar. Ja, das kommt davon, was du hast. Warst du das auch wieder passen? Ja, Wasser, das ist aber das Einzigste, was von der Dichte dasselbe ist. Ja. Per Definition ist das so, ja. Ja, gut. Also möchte keiner anders dreschen. Ich kann schon, wenn du willst, dann kannst du sparen hier weiter. Ist ja gut, nur mehr dann zwei tauschen Bahnen. Wir, dann springen du rüber und ich springe dahin. Was hat der Schwader eigentlich gekostet? Das maximale Fassungsvermögen nicht des Futterkrugs reicht aus, um die Tiere 6 Tage lang zu füttern. Und jetzt habe ich immer noch 8600 Liter in der scheiß Maschine drin. Ja, dann schmeiß es in eine BGA. Genau. Stroh? Wie viele Kühe habt ihr denn hier? Jukosanlage kann man es werfen. 15 haben wir. 15 Kühe, wenig. Eine Frage, Stroh in der BGA? Ja, ich wollte gerade sagen. In den Dings, in den Einfüllstutzen da. Kannst du es reinschmeißen. Den was für Stützen? Da, wo wir auch die Silage reinkippen. Da und dann reinschmeißen. Wird das dann direkt verkauft? Ja. Ja, das wird direkt verkauft und oh, das wusste ich gar nicht. Noch Gülle draus gemacht. Das wusste ich gar nicht, dass man Stroh in die BGA schmeißen kann. Jetzt, ist auch unrealistisch, aber wo du gerade hier in der Nähe bist, kannst du es gleich da hinschmeißen, brauchst du nicht zum Hof fahren. Das ist ja cool. Obwohl er muss eh wieder zurück. Also. So. Tatsächlich, ja. Unglaublich. Ein Hoch auf Realismus. Ja. Tja, so ist das. Du, okay, bist du schon da? So. Gibt es hier kein Strohlager oder? Na, da müsste man vielleicht mal noch als Mod so dieses Alternativ-Tipping hinzufügen, wo mir einfach. Das geht am Server nicht. Echt ne? Nein, noch nicht. Alternativ-Tipping? War was? Es gibt aber irgendwo ein Strohkraftwerk, das müsste es ja wohl irgendwo das geben. Das gibt's ja. Platzierbares. So, da bräuchte ich ja jetzt an sich auch nicht das Stroh weitermachen. Neue Aufgabe. Aber ein Strohkraftwerk wäre gar keine dumme Idee, oder? Nö, an sich eigentlich nicht. Weil das produziert halt auf jeden Fall Geld. Hm. Ja, aber wir können das Stroh ja direkt am Hof auch verkaufen, weil das ist komplett egal. Aber ist das Kraftwerk effektiver? Preis, keine Ahnung. Wo ist denn hier der Strohverkauf? Direkt auf dem Bauernhof. Da bin ich ja gerade, na gut. Da also ist so eine kleine Stroh Scheune, jetzt, die steht offen. Gegenüber vom Hühnerstall. Ah ja, gut, da hinten, ja. Gut, naja, dann kann ich erstmal das Stroh. Wir haben bloß eh einen Schwader, wenn ich das jetzt nochmal richtig Ja, wenn du schwadern möchtest, dann kannst du auch schwadern und dann fahre ich das Stroh zusammen. Das mache ich immer ganz gerne. Ja, ich hätte jetzt den Schwader genommen und hätte das Stroh zusammen geschwadert, dass man das dann zusammennehmen kann. Ah, ja. Das kann man ja eh. Ja, Bade müsste eh jetzt wieder frei sein. Momentan sitze ich gerade drin. Na, hast du noch viel zu schwadern, Doc? Das ist noch eine Bahn hier, die ich muss. Ja, mach doch die eine Bahn und dann kann doch auch Randy den Schwader nehmen. Ja. 30.000 habt ihr für den Schwader ausgegeben. Jo. Ja. Ist reichlich. Ja, ich wollte gerade sagen, für 20.000 mehr hätte man einen größeren gekriegt, für 12 Meter, aber naja, geht zu später. Wir tasten uns langsam an die großen Sachen. Richtig. Wir wollen ja nicht gleich zu Ende sein. Ja. Der eine Sparter mit 4,5 Meter jetzt aber getan. Der kostet noch 8.000. Ja, das hat man auch sogar überlegt, aber da hätten wir nur 0,7 Meter mehr gehabt, wie den Schwader, den wir schon aus dem Classic-Pack hatten. Also. Ja. Außerdem wäre das nur unter schärfsten Protest meinerseits passiert. Ah ja. Ja. Weil den hasse ich, weil der exzentrisch arbeitet. Nein, wie gesagt. Ja, der neue Schwader, also der jetzt dazugekommen ist, der mit den 20 Metern, das Ding rockt. Also das habe ich gut, im Solo, Fall, ja. Solo ja. Und im LTP drin, der läuft wirklich. Ja. Da ist Heu und Dings und Schwader und das ist alles kein Problem mehr mit den Teilen. Ja. Geht doch relativ schnell. Ja. Geht doch alles relativ schnell. Das auf jeden Fall, ja. Naja, gut, 6 Kreiselschwader, ne? Das ist halt auch mal eine Hausnummer. Machst du zweimal Vorgewende, Markus? Ja. Okay. Mindestens. Dann klatsch ich dir schon mal den Ladewagen an das Stroh.
Ja, hin ich bring und dann. Dir... Ja, du kannst es bringen, wenn ich hätte ich mich dann reingeplaut, hätte ich es halt vorgefahren, aber wenn du es bringst, das ist dann natürlich, ne? Aber nur versandkostenfrei, bitte. Ja, ja. Aber eine Frage jetzt, weil wir so fleißig sparen, hier schön einlagern, bis die große Nachfrage kommt und 95.000 schon auf dem Konto haben. Auf was genau sparen wir jetzt? Also ist erstmal wirklich. Sparen. Also es ist jetzt genau was geplant, was als nächste Investition jetzt Traktor, schon feststeht? Oder? Ja, erstmal ein Traktor, glaube ich, der große. Das wird größeren Seemaschinen ziehen vollziehen können. Richtig. Also bräuchten wir Minimum 175.000 für den Case Puma, aber genau. der hat aber bloß 200 PS. Ja, der Magnum geht das aus. Das reicht auf alle Fälle. Ja, wenn wir uns fast vorne dran hauen, da geht das, ja. Aber ansonsten wäre sich mit der Saatmaschine ein bisschen schwer. Also ein bisschen schwer, indem sie, wenn sie voll ist, dann schnieft das Ding auch schon wieder. Was denn? Achso, Entschuldigung. Was war denn das jetzt? Ich hab gehupt. Ach so. Was denn? Ich dachte, es wäre Tine wieder. What the fuck? Kill the duck. Ja, gut, also wissen wir noch nicht genau. Also wird es wahrscheinlich erstmal auf den Case. Ja, den haben wir halt, wenn wir den Nachfrage, also wenn die Nachfrage da ist, ist der Herinen auf jeden Fall. Der Case Puma, okay. 150. Ich habe jetzt keine Ahnung, was in der Biogasanlage ist. Sag mal. Ja. Fahr mal geradeaus hier, wer soll denn das einsammeln? Ach so, eine Frage, ja. Oh, Scheiße, was ist denn das, ey? Ist in der Biogasanlage was zum Schaufeln? Fahr mal langsamer. Weiß ich nicht, das wollte ich gerade auch wissen. Nein, ist leer. Ach, das ist komplett leer geschaufelt? Ja. Okay. Jetzt, Entschuldigung. Aber es liegen wieder so, weiß nicht, 50, 60 Tonnen Gras schon gemäht unten. Die muss man nur mehr aufsammeln dann. Ja. Okay. Oh, meint ihr nicht, dass so ein Sammelwagen echt sinnvoll wäre? Ja, wäre auf alle Fälle. Nee, ein richtiger Sammelwagen. So. Ja, da haben wir die Maschine wieder zum Ziehen, nicht, oder? Doch. Und zwar der, den ihr auch im Dings habt, im Two Rivers. Okay. Was meinst der du jetzt? Der Glas-Ladewagen. 3800 km. Ja. Der ist relativ günstig mit 35.000 oder was der kostet. Jetzt geht und da passt aber auch ordentlich was rein. Moment, ich guck mal schnell. Ladewagen. Nein, den gibt's da nicht. Das ist eine Mod. Ach so. Das ist eine Mod, ja. Ist eine Mod. Ja, für 35.000 Ladewagen. Was hat er von Ladevolumen? Ich hab's gerade nicht mitgekriegt. 32, glaube ich, oder so. Oder 31. Ja, okay. Und Traktorzugmaschine, was würde benötigt werden? Blüter. Der Schlüter würde reichen. Ja, na hallo, da rein damit. Also Salto fahren ist nicht so deine Stärke, oder? Das Problem ist halt nur, dass wir noch immer dann zu wenig Maschinen haben, die das ziehen können. Weil jetzt brauchen wir einen Schlüter zum Abfahren vom Drescher, wir brauchen einen Schlüter zum Grasmähen, wir brauchen einen Schlüter für das. Ja, dann bräuchten wir noch einen Schlüter zusätzlich. Aber mal was anderes, und zwar, da kostet 37.000, sehe ich das richtig? Mhm. So, das heißt, wir bräuchten 175.000 und die 37.000, dann könnten wir uns den Puma kaufen und könnten uns den Sammelwagen kaufen. Oder? Genau. Ja. So, und das wäre da eigentlich eine Maßnahme. Dann brauchen wir ca. 220, dann hätten wir alles erringen. Ja. Und ich denke mal, also wenn wir uns den Puma eh kaufen möchten, dann sind ja die 37.000 mehr oder weniger dann auch schnell zusammengebracht. Ja, klar. So, und da würde ich sagen, dann könnten wir auf jeden Fall den Puma kaufen, sobald wir das Geld zusammen haben. Und dann nehmen wir den Mod noch mit rein, wenn alle einverstanden sind, können wir ja nacherklären. Und schauen einfach mal, dass wir da vielleicht noch einen gescheiten Sammelwagen kriegen. Weil das ist auf jeden Fall noch ein ganz großes Mango, weil Stroh und Gras einsammeln ist halt extrem zeitaufwendig zurzeit noch. Beziehungsweise Stroh einsammeln auf Feld 16 ja fast unmöglich. Ach. Ja. Normalerweise brauchen wir das auch dann nur einsammeln, wenn wirklich die Kühe wieder Stroh brauchen, weil der Verkauf bringt einen Furz. Ja gut, aber das Gras wäre wichtig. Das Für Gras wäre schon wichtig, ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal, wenn wir einen größeren Ladewagen haben und einer hat halt mal nicht so viel zu tun, sammelt das Stroh ein und klatscht die 37 Tonnen noch zum Verkauf, schadet es auch dann nicht. Dann setzt er sich noch eine Maske auf und dann kann er ein Porno drehen. Jawohl. Mit den Strohbeinen in der Küche, ja? Kennt ihr diesen Porno? Ah, da wären wir wieder beim Thema, Randy, ne? Ja, aber ich kenne diesen Pornofilm, ich kenne auch diesen Dialog, ich kenne auch den Dialog mit der Feuerwehr und den Alarm, das kenne ich auch. Kennst du den Dialog mit den Grasballen in der Küche?
Und diesen Dialog heben wir auf uns für den nächsten Part, würde ich sagen. Achso, ist schon wieder soweit. Genau. Ja, gut, ach, da ich ja anmoderiert habe, moderiere ich auch wieder ab. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video positiv oder ach, du bist jetzt ruhig. Ruhe. Ruhe. Ja, nicht sowas. Tschüss. Ja. Ciao. Netten Kommentar, danke. Tschüss.